Hallo, willkommen zu einer neuen Folge von Movie Star Planet. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Ja, ihr seid bestimmt schon ganz, ganz gespannt, wer bei meinem VIP-Gewinnspiel gewonnen hat. Ich möchte euch da eigentlich auch gar nicht lange auf die Folter spannen. Wir losen das gleich noch gemeinsam aus. Vorher möchte ich euch einfach noch Danke sagen, dass ihr so zahlreich mitgemacht habt. Es hat mich wirklich sehr, sehr gefreut, dass das so gut bei euch angekommen ist. Und ich werde das auf jeden Fall in Zukunft wiederholen, so viel ist klar. Ich hatte ja in der letzten Folge schon angekündigt, dass ich das gerne wiederholen würde, aber da wollte ich erstmal abwarten, wie das überhaupt bei euch ankommt. Und ja, es kam mir sehr gut an. Deswegen werde ich das in Zukunft auf jeden Fall wiederholen. Nicht jede Woche, nicht jeden Monat, aber ich denke immer, wenn ich so einen größeren Meilenstein in meiner Abonnentenanzahl erreicht habe, wird da mal wieder ein VIP-Gewinnspiel kommen. Ja, ich habe so ein Programm gefunden, das aus Namen, die man dort eingibt, zufällig einen aussucht. Und deswegen werde ich jetzt einen kleinen Schnitt machen und mit euch gemeinsam dann den Gewinner auslosen. Dann sehen wir uns gleich bei diesem Programm wieder im Hintergrund. Also bis gleich. So ihr Lieben, da bin ich auch schon wieder. Noch eine kleine Information an den baldigen Gewinner. Bitte kommentiere auch unter diesem Video, damit ich weiß, dass du das gesehen hast und dass du noch bei der Aktion dabei bist. Und danach würde ich dir dann eine E-Mail schicken, denn ich brauche ja noch deine E-Mail-Adresse. Es ist aber wichtig, dass du die E-Mail-Adresse nicht hier in die Kommentare schreibst, denn man weiß ja nie, wer alles das Video schaut. Am Schluss hast du da ein volles E-Mail-Postfach mit irgendwelchen komischen E-Mails. Man weiß ja nie. Deswegen würde ich gerne den E-Mail-Austausch privat machen. Aber kommentier doch bitte trotzdem hier unter dem Video, einfach damit ich Bescheid weiß. Ja, du hast es gesehen. Ich kann mich bei dir melden. Du weißt Bescheid. Okay, denn ich muss dir ja per E-Mail dann noch den Code zusenden. Den Code musst du ja dann bei MSP eingeben und dort bekommst du dann dein VIP-Paket. Ich bin selber ein bisschen aufgeregt. Ich habe hier oben jetzt all eure Namen eingegeben und das Programm sucht jetzt einen zufälligen Namen aus. Dann schauen wir mal, Silvi. Silvi, du hast gewonnen. Ich kann mich noch an deinen Kommentar erinnern, weil du mir gesagt hast, dass du ein Herzchen noch hinten dran hast. Das habe ich hier nicht mit dazu geschrieben, aber ich erinnere mich. Also, Strich Silvi, Herzchen hat gewonnen. Ja, alles Liebe an dich. Es freut mich, dass du gewonnen hast. Bitte melde dich auf jeden Fall bei mir. Ich bin heute wahrscheinlich noch so bis 23 Uhr online, aber du kannst mir natürlich auch morgen im Laufe des Tages schreiben oder am Wochenende, wenn du Zeit hast. Ich laufe ja nicht davon. Und dann brauche ich halt noch deine E-Mail-Adresse, damit ich dir den Code zusenden kann. Okay. Ihr Lieben, ich hoffe, ihr seid jetzt nicht allzu traurig, wenn ihr nicht gewonnen habt. Ich werde das auf jeden Fall nochmal machen oder häufiger machen, so eine Verlosung. Ja, ich hoffe, ihr seid dann bei der nächsten Folge auch wieder mit dabei. Das wird dann wieder eine normale MSP-Folge werden. Und da schauen wir uns dann mal an, was sich so alles im Spiel getan hat. Meine neuen Looks wollte ich euch ja noch zeigen. Ja, und so weiter und so fort. Okay, dann wünsche ich euch noch einen schönen Abend und bis bald.